Herzlich willkommen zu Procreate Art Factory, kurz und knackig. Ihr wisst ja, wir haben eine zweite Serie ins Leben gerufen, wo es tatsächlich einfach darum geht, auch die ganzen technischen Details eines solchen Programms wie Procreate mal zu erläutern. Und zwar von null angefangen für alle, die ganz neu sich mit diesem Thema beschäftigen möchten und vielleicht auch gar nicht so viele Berührungspunkte zum Thema digitales Arbeiten auch im künstlerischen Bereich haben. Da ist ja für viele, auch durchaus meiner Generation, auch älterer Leute, so eine gewisse Blockade da. Plötzlich das, was man bislang analog gemacht hat, plötzlich digital zu machen an einem Gerät, wo man womöglich das Gefühl hat, oh, da kann ich was kaputt machen. So, und deswegen geht es darum, wirklich von Anfang an nochmal zu erläutern, wie könnte das Ganze aussehen. Nochmal ganz kurz zum Prinzip dieser Folgen. Also wir machen das im Grunde genommen so, oder ich mache es so, ich erkläre mal kurz die neuen Funktionen. Das machen wir kurz und knackig. So, und dann gibt es immer noch mal ein Beispiel in der Anwendung. Wer Lust hat, bleibt einfach nochmal dran. So, heute möchte ich euch zuerst eine Sache vorstellen, die jetzt so ein bisschen aus dem Zusammenhang ist, aber es ist immer gut, man weiß es. Das ist die Arbeit vom letzten Mal, vielleicht erinnert ihr euch. Ich gehe jetzt einmal oben links auf die Galerie. So, da habe ich oben links genau diese Arbeit und wenn ich jetzt sage, ich möchte daran weitermachen, aber die Arbeit trotzdem auch erhalten, wische ich mit diesem Stift einfach von rechts nach links über diese Arbeit und bekomme drei Befehlsmöglichkeiten. Bereitstellen, das heißt, ich kann das Ganze verschicken, löschen, dann wird immer noch mal nachgefragt, wenn ich da draufklicke, möchte ich das wirklich löschen oder duplizieren. Und wenn ich auf Duplizieren gehe, habe ich direkt gleich zwei dieser Arbeiten, habe also quasi eine Art von Sicherungskopie. Jetzt brauchen wir aber erstmal einfach nur ein neues Blatt. Wir bleiben auch jetzt erstmal nur bei DIN A4. Wir bleiben also sehr zurückhaltend in der Formatewahl, die wir da haben und bleiben mal ganz gängig. So, jetzt würde ich euch ganz gerne zwei, drei Sachen erläutern, die relativ simpel sind, aber wahnsinnig effektiv. Ich nehme meinen Bleistift oder ich nehme mal die Monolinie. Wenn ihr auf Kalligrafie geht, hier gibt es die Monolinie. Mit dieser Monolinie setze ich in der vollen Stärke einfach irgendeine Form, ganz egal was das ist. Das ist schon ziemlich dick. Mach es mal ein bisschen dünner. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. So, irgendeine Form, das ist jetzt so eine Amöbe, Pantoffeltierchen, also ohne jeden künstlerischen Wert, aber es geht auch mehr um das Prinzip. Und jetzt nehme ich diesen Farbpunkt oben rechts und ziehe den hier rein. Und siehe da, es ist gefüllt. Das geht, ich muss gestehen, als ich das Programm neu hatte, habe ich das immer noch händisch gemacht und ausgefüllt. Und hinterher dachte ich mir, mein Gott, wie einfach ist das? Das ist toll, oder? Ihr könnt es auch in einer anderen Farbe füllen. Also ich gehe auf Reset, ich gehe auf eine neue Farbe, ich nehme Orange, ziehe da Orange rein, gefüllt. Und das ist schier phänomenal, diese Möglichkeit. So, eine andere Möglichkeit, die ich euch auch gerne noch vorstellen möchte, ist, der Markierungspfeil hier oben links, dieser leicht schräge Pfeil, der nach oben rechts zeigt, wenn ihr den aktiviert, dann aktiviert ihr die Figur, die ihr gerade gemacht habt, die sich auf dieser Ebene befindet. Und ihr habt hier unten noch weitere Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze horizontal spiegeln, ihr könnt das Ganze vertikal spiegeln, ihr könnt das schrittweise um 45 Grad drehen, ihr könnt es verzerren, also wenn ich hier zum Beispiel auf Verzerren gehe, dann kann ich diese Arbeit, indem ich an einen dieser Punkte gehe, nochmal in der Form verändern. Das kann manchmal ganz, ganz interessant sein, muss ich sagen. Oder wir können, wenn wir auf Verformen gehen, es sogar ganz extrem nochmal verändern, beziehungsweise wirklich verformen, sodass komplett neue Figuren entstehen. Und gerade wenn wir mit so einer Outline arbeiten, mit so einer Kontur, die plötzlich auch unterschiedlich dick wird, bekommen wir sogar das Gefühl von Plastizität. So können wir also verschiedene Formen setzen. Und was wir jetzt eben auch noch machen können, das finde ich auch ganz phänomenal. Ihr könnt mit diesem Punkt nicht nur eine Fläche ausfüllen, ihr könnt das Objekt auch farblich verändern. So wie ich jetzt so eine Form füllen kann, so kann ich auch mit dem Farbpunkt, wenn ich den hier reinschiebe in die Farben verändern. Ich gehe zum Beispiel auf das Gelb, ich ziehe das Gelb hier in die Mitte und die Mitte ist Gelb. Ja? Oder ich gehe im äußeren Bereich auf ein Türkis, ich ziehe das Türkis auf das Magenta und schon habe ich dieses Stück hier türkis gefärbt und wenn ich dann auf den anderen Bereich gehe,
ist das auch entsprechend türkis gefärbt. So können wir also ganz leicht Farben verändern, sofern diese Bereiche in sich abgeschlossen sind. Wenn ich jetzt später ein Foto habe oder etwas Komplexeres, dann würde ich diese Farbe auf das Komplette übertragen. Das passt da nicht immer, aber es erzeugt eben auch ganz schöne Effekte. Also, wenn euch das jetzt als weitere Informationen reicht, um für eure eigene Arbeit weiterzukommen, geht ihr jetzt an eure Arbeit und habt dabei hoffentlich ganz viel Spaß. Für die, die einfach noch ein bisschen gucken möchten und ein paar Inspirationen haben möchten, die bleiben einfach noch mal kurz dran und ich mache noch ein paar Sachen damit weiter. So, ich würde jetzt zum Beispiel einfach hergehen und bei dem Türkis bleiben. Ich würde tatsächlich auch noch mal bei der Monolinie bleiben, die ist mir prompt ans Herz gewachsen und ich würde einfach nur ein paar Kreise ziehen, ein paar Kringel ziehen, also jetzt nichts auch hier künstlerisch hoch ambitioniertes, aber es geht ja darum, das Prinzip auch zu verstehen. Ich will jetzt einfach hergehen und ein paar von diesen Flächen, die entstehen, ausfüllen. Was jetzt ganz spannend ist, diese Fläche geht natürlich nicht hierhin, weil das Gelb ja auch eine Grenze darstellt. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier was setze, hört es natürlich auch am Gelb auf. Wenn ich hier was hinsetze, bleibt es innerhalb der türkisfarbenen Kontur. Nehmen wir eine andere Farbe noch mit dazu, nehmen wir ein Orange. Setze ich das da rein, hier fülle ich vielleicht einfach einen Bereich anders aus, hier vielleicht auch. Nehmen wir nochmal Magenta, das Magenta setze ich hier oben rein, das setze ich hier rein und so weiter. Kleinigkeit vielleicht einfach nur. Wenn ich jetzt eine Form mache, die nicht geschlossen ist, so wie hier, dann kann ich zwar den Farbkreis hier reinziehen, aber es wird auslaufen. So kann man sich das immer am besten vorstellen. Ja? So. Es wird also einen viel größeren Bereich einnehmen. Und wenn ich jetzt eine Linie habe, die zu dünn ist, dann wird es so womöglich sein, dass es diese Farbe auch nicht aufhalten kann. Es wird auch auslaufen. Das müsst ihr für euch einfach antesten. Aber das ist eine ganz schöne Art, damit umzugehen. Und wenn ich jetzt auch nochmal auf das Thema Markieren gehe, das hatten wir ja gerade auch, und ich gehe jetzt auf dieses Verformen, was ich hier habe, dann verforme ich natürlich komplette Figur. Ich verforme also nicht nur einen kleinen Teilbereich des Bildes, sondern ich verforme es tatsächlich komplettamente und schaffe dadurch eine wieder andere Figur und kann jetzt auch wieder weitermachen mit dem Ausfüllen. Ich gehe also auf, nehme mal so einen Grauton, gehe hier mal rein, fülle das Grau aus, fülle den Bereich hier vielleicht auch nochmal grau aus, überlege mir, ich möchte das vielleicht neu füllen und jetzt füllt sich natürlich das ganze Türkisgrau, weil diese ganzen türkisfarbenen Bereiche miteinander verbunden waren. So, oder ich sage, ich möchte noch ein bisschen was Poppiges mit dabei haben, vielleicht ein schräges Grün und baue das Grün hier mal noch mit ein und hier mal noch mit ein. Und hier mal noch mit ein. So, und so könnt ihr jetzt weitermachen und weitermachen, verformen, spiegeln, neu füllen, weiterfüllen, neue Linien drüber setzen und auch diese Bereiche wieder neu ausfüllen und so immer mehr an so musterartigen, abstrakten Geschichten schaffen. Und irgendwann merkt man dann plötzlich auch, es geht schon sehr stark in einen künstlerischen Bereich hinein, denn umso mehr wir machen, umso mehr müssen wir auch über Komposition nachdenken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesen kleinen Einblick zu bekommen in eine 2-3 neue Funktion mit Procreate. Und ich hoffe, ihr werdet jetzt die ganze Zeit an eurem Gerät sitzen und weitermachen und begeistert sein und euch freuen und tolle Ergebnisse kreieren. Und wenn ihr Fragen habt, generell zu den Sachen, die ich hier mache, fragt gerne in den Kommentaren. Vielleicht könnt ihr euch auch da teilweise untereinander ein bisschen austauschen. So bleibt einfach so eine Community lebendig und man profitiert einfach voneinander. Das wäre das Schönste auch für uns. In diesem Sinne, habt viel Spaß, habt eine gute Zeit und seid vielleicht nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Procreate Art Factory, kurz und knackig. Bis dann, macht es gut und tschüss.